Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag. Heute geht es um den Jazz. Man sieht es unschwer, dass ich drin sitze. Und der Jazz, der war ja das letzte Mal in einem Zündkerzenvideo zu sehen. Hier oben ist das nochmal verlinkt. Ja, Kim hat sich gewünscht, dass einige Teile neu lackiert werden, beziehungsweise mit Sprühfolie in diesem Fall überzogen werden. Ich zeige euch die einmal. Moment. Das sind einmal die Knöpfe hier und hier. Dann oben dieser Tachorahmen und einmal, jawohl, das Ding hier. Ja. Dafür muss natürlich das ganze Teil auch mit ausgebaut werden. Und das Ganze wird dann grün. Ja, der Jazz ist im Innenraum ja sowieso dreifarbig. Also wir haben einmal schwarz bzw. dunkelgrau, dann dieses komische helle Grau und dann das Silber. Von daher werden jetzt diese silbernen Teile einfach ausgebaut und mit Sprühfolie behandelt. Zumal gerade die Türgriffe sehen nicht mehr ganz so frisch aus. Also diese Türablagen, wo die Knöpfe mit drin sind, sehen nicht mehr ganz so frisch aus und entsprechend wird das alles einfach mal ein bisschen aufgehübscht. Ja, die Knöpfe sind ganz leicht entfernt. Einfach dran ziehen. Ist wie bei den meisten anderen Autos auch. Und das Teil hier, meines Wissens nach ist es nur geklebt. Scheiße. Fuck. Ja, es ist tatsächlich nur geklebt, aber wie man hier sieht, kriegt man das nicht heile runter. Ärgerlich, also Teile nochmal raussuchen, neu bestellen, fertig aus. Was mir gerade noch eingefallen ist, ist, dass die eigentlich auch Silber sind. Allerdings hat Kim mir noch nicht gesagt, ob die ausgebaut werden sollen. Heißt also, wenn ja, kommt das auf jeden Fall im anderen Video. Ja, und dann geht es auch direkt weiter mit den Türgriffen. Hier unten sind Clips. Und man sieht es hier so ein bisschen, ja. Da sind drei Clips, einmal da und einmal da. Und die werde ich jetzt einmal abmachen und dann schauen, ob sich das Ganze hier schon lösen lässt. So, ich kann euch jetzt zwei Sachen sagen. Zum einen war die Türverkleidung schon mal ab. Das habe ich daran gesehen, dass hier ein Kabel nicht eingeklippt war. Und zwar das hier. Heißt also, der Wagen hat, also man sieht das, das da, dieses Graue. Deswegen hatte der Wagen einige Funktionen nicht, die er hätte haben müssen. Nummer 1 ist raus. Das Ganze ist noch geklippt. Einmal hier an der Griffschale. Das ist einmal der Clip hier oben. Ich weiß nicht, ob man es richtig sieht. Da oben. Der sitzt hier. Und dann ist das hier einmal eingeklippt. Und hier einmal eingeklippt. Also einfach leicht nach oben ziehen. Ja. Und das war dann die Fahrerseite. So, auch hier sind die Schrauben gelöst. Einmal da, gehen quasi einmal über Kreuz und dann einmal hier einen Clip lang. So.
Ja, und das war diesmal ein bisschen kürzeres Video. Also das Ganze wird jetzt, wie gesagt, lackiert mit Sprühfolie. Ich denke, dazu wird es auch ein Video geben. Die Dinger haben wir halt ausgebaut, weil die werden halt mit unter anderem grün. Die Knöpfe. Ja, und der Tachorahmen, also beziehungsweise oben diese Zierleiste, hat es leider nicht geschafft. Die ist einmal in der Mitte durch. Ich weiß allerdings auch gar nicht, ob wir die unbedingt jetzt noch neu bestellen, weil, ich zeige euch das einmal, weil wie man sieht, ist da drunter die Abdeckung ganz normal schwarz. Das heißt, das Ganze ist eigentlich noch nicht mal unbedingt ein Beinbruch. Müssen wir schauen, genauso wie die Zierringe vom Tacho, da müssen wir auch mal gucken, ob das Sinn macht, die noch auszubauen. Ich würde sagen, das war's dann auch mit diesem Video. Ich weiß, ein bisschen kürzer. Nichtsdestotrotz geht es jetzt die Tage auch wieder am EJ6 weiter, deswegen seid da auf jeden Fall auch gespannt. Und ich kann euch sagen, da wird viel passieren, weil ihr wisst ja, der wird wieder zusammengebaut. Von daher deswegen auch jetzt ein bisschen kürzeres Video. Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und seid da auf jeden Fall gespannt mit dem Ergebnis. Ja, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.